Ja, hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge beim Pokémon Strand und Diamant Let's Play. Ja, in der letzten Folge haben wir endlich unseren 5. Orden bekommen. Den können wir uns eigentlich gleich nochmal ansehen. Moment, das machen wir auch richtig, dass wir den auch sehen. Nee, das war das. Hier. Ja, und der glänzt. Das heißt, ich denke echt, man kann die polieren, aber das geht wahrscheinlich nur, wenn ich das direkt auf der Switch spiele und nicht halt mit HDMI-Kabeln. Aber egal. Irgendwann sind die auch mal wieder poliert, keine Sorge. Gut, ja, dann geht's in dieser Folge nach Fleetburg, wie uns das Cynthia empfohlen hat, weil es dort eine schöne alte Bibliothek geben soll. Deswegen, ja, fliegen wir ganz schnell nach Jubelstadt und dort geht's dann Richtung Westen, übers Meer. Und dann sind wir schon in Fleetburg. Schön. Natürlich gibt's erstmal auch noch schnell das Zitat, bevor es hier weitergeht. Und dann geht es los. Das Thema ist die Harmonie. Das Zitat stammt von Josef Viktor Stummer und lautet: Herz und Verstand sind sich selten einig. Ja, was war zuerst da? Das Zitat oder das Lied von Joris? Ich denke doch das Zitat. So, dann geht es hier ab. Gen Westen, mal sehen. Ich glaube, hier auch in diesem Durchgang hatten wir schon mit allen gesprochen. Ja, genau, hier hat man die Angel bekommen. Genau. Ach so, haben wir jetzt eigentlich ein Pokémon, was Surfer kann? Moment, es zeigt es uns an, also muss es ja gehen. Ich habe mich auf Route 218 mit meinem Freund verabredet, aber er ist nirgends zu sehen. Okay. Er ist vielleicht am anderen Ufer, wer weiß. So. Ja. Doch, das wilde Bi... Okay, es ist jetzt aber Bidi fast tatsächlich, ja. Aber ich denke, was wir mir im Pokémon haben, was Surfer kann, dass es dann... Dass das dann Surfer einsetzt, ich weiß es nicht. Weil wir haben jetzt keins dabei, was Surfer können könnte. Ich meine, auf so ein Jirachi surfen ist bestimmt auch cool. Oh, das ist ja richtig cool gemacht. Oh, mit den Wellen, das fetzt. Ja, ich wollte schon sagen, wir müssen ja hier bestimmt noch ein paar Trainerkämpfe auch mitmachen. Moin, Matrose. Ein Mann des Meeres ist auch ein Mann der Pokémon. Okay. Ja, und ich nehme das zum Frauentag auf. Naja. Rappo. Was ist Rappo? Okay. Mantyrps. Ach, das ist die... Ja, die Vorentwicklung von Mantax, glaube ich, ja. Ist halt so ähnlich wie so ein Manta-Rochen. Fängt ja auch mit denselben Buchstaben an. Zufall? Glaube nicht. Ja, Wasser-Pokémon. Das ist halt nicht so einfach. Ich denke mal, dieser Steigerungshieb müsste aber jetzt reichen. Ja. Ich will halt nicht so viel Nahkampf einsetzen, weil es halt so wenig AP hat, deswegen... Außerdem senkt es natürlich unsere Verteidigung und unseren Angriff. Es ist halt auch dann nicht so gut für längere Kämpfe. Gyarados, okay, ich setze Nahkampf ein, sofort. Gottes Willen. Aus dem Nichts ein Gyarados. Ich dachte, da setzt jetzt auch noch Mantax ein, aber nein. Warum auch? Es stimmt, der 7 AP hat es, genau. Wir hatten das ja schon mal... Oh, es hat nicht gereicht, wir haben das ja schon mal gesteigert. Und es sinkt nur die Verteidigung. Da habe ich auch gerade wieder Quark erzählt. Das habe ich jetzt vergessen. Der Angriff sinkt nicht, zum Glück. Ja, jetzt müsste es aber mit einem Tempohieb, müsste doch jetzt reichen. Ja, hat gereicht. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Es gibt wenigstens ordentlich Erfahrungspunkte. Ging so. Okay, Ankerlichten. 2480. Du willst nicht kämpfen? Achso, was sagst du, dass ihr wartet auf der anderen Uferseite? Oh, 3 Blüten Sticker F, cool, danke. Moin. Lass es rocken, der Rhythmus des Kampfes. Coole Sache. Ich glaube, Elektro-Pokémon haben doch die Gitarristen, oder? Vitali.
Ja, Luxio. Dann machen wir jetzt trotzdem Flammenrad. Ich denke ja. Ich denke ja, besser ist. Weil mit den Kampfattacken nicht, dass da irgendwo eine Statik dahinter steckt oder irgend sowas. Wobei der hat ja Bedroher. Nee, eigentlich nicht. Ich hätte auch Kampf machen können. Der hat doch Bedroher eingesetzt. Deswegen trauen wir uns jetzt mal und machen mal den Nahkampf. Ich bin immer bei Elektro-Pokémon immer ein bisschen vorsichtig, wenn die halt irgendwie Statik oder sowas haben als, ja, als Eigenschaft. Ist nicht so toll. Deswegen, na, Jirachi, wann entwickelst du dich? Spaß. Kannst du es hören? Das Klagen meiner Gitarre. Der Arme. So, hier gibt es noch ein paar schöne. Ach, wie schön. Phragia-Bären. Und gibt es zwei Angler. Okay, na, die nehmen wir mit. Giefe. Giefe, Phragia und. Keine Ahnung, was ist das? Persim, ach ja. Und das andere ist eine Ananas. So. Phragia, wo seid ihr? Genau, die gegen die Verbrennung. Ne, wir haben die jetzt schon gegossen, oder? Ja. Giefe, Giefe, Giefe. Da. Ja, sieht man, dass es gegossen wurde. Muss man ja auch, ist ja klar. Aber ich war mir jetzt noch nicht ganz sicher, weil ja manchmal skippe ich die Texte ja zu schnell weg. Ja, das jetzt wieder. Was war die letzte? Wir nehmen jetzt einfach die Kerzahl. Coole Bären. Hier ist auch ein Honigbaum, sehe ich gerade. Auch spannend. Sanana. Ja, Sanana. Ach, stimmt, na klar, Sanana-Bären, die kennt man, wenn man Pokémon Go spielt, die kennt man sehr gut. So wie die Nana-Bären auch. Ja. Ist aber bloß als Knusp-Zutat hier gehandelt. Wie kommen wir? Ist eine gute Frage. Wie kommen wir da hin? Weil, ach doch, ja. Ja, du brauchst gar nicht zu fragen. Es beißen keine an. Ja gut, wir sind auch gerade durchgeschwommen. Ist ein bisschen blöd. Das verscheucht Fische. Oh nein, noch nie. Nicht mit 5. Carpador, ja, genau, komm. Angler Leo. Ist das dein Ernst? Ja, wer springt jetzt höher? Ach ja, Tempo für ein Carpador. Ach nie. Es bringt ja auch keine Erfahrung wirklich. Ja? 80, 137. Jetzt auf einmal Gyarados. Das aber auch nur, weil das bestimmt das letzte Pokémon ist. Und das sind dann noch viermal Carpador worden. Das wäre der Witz. Das wäre doch sehr. Naja. Ach, amüsant will ich es mal gar nicht nennen. Interessant. Warum überlebt das so viel? Ach ja, stimmt, weil wir kein Steigerungshieb eingesetzt haben. Vielleicht sollten wir das jetzt machen. Natürlich in der Hoffnung, dass der Steigerungssieb dann nochmal eingesetzt werden kann. Oha, der hat ja gar nichts gebracht. Das war ja nun wirklich nicht effektiv. Silberblick, ne, das ist okay. Es darf halt keine Wasserattacke einsetzen. Das ist halt das. Deswegen, ich riskiere es. Nochmal ein Steigerungssieb und danach dann nochmal Nahkampf. Ja, da war nämlich schon effektiver. Eigentlich könnte man nochmal ein Steigerungssieb machen, da müsste der auch weg sein. Aber ja, Kaskade, das wird jetzt kritisch. Ich denke mal, das war's. Ja. Mit der gesenkten Verteidigung knifflig. Leider, leider knifflig. Aber wir haben ja zum Glück Luxtra. Dann ist ja alles gut. Machen wir einmal Voltwechsel oder. Ja, reicht eigentlich schon. Weil Wasser und Flug, das ist halt, ja. Selbsterklärend eigentlich, müsste reichen. Hat's auch, sehr schön. Wieso kommt Luxtra jedes Mal zurück? Habe ich da irgendwas eingestellt? Habe ich da irgendwas kaputt gemacht? Ach, wollten. Ja, okay. Ich habe nichts kaputt gemacht. Das ist.
ich kann es auch nicht einwechseln, ne? Das ist natürlich blöd. Nee, Jirachi wollen wir nicht nehmen. Kadabra ist eigentlich auch jetzt nicht so das Beste, aber gut, wenn es jetzt nur noch Carpados sind, nur noch drei Carpados, dann ist es ja egal. Dann können wir ja hier einsetzen, was wir wollen. Passiert nicht so viel. Ja, nehmen wir ruhig die Psycho-Klinge. Ja, Voltwechsel, okay, macht doch Sinn. Steckt ja auch Wechsel drin, hm? Oh nein, wieso kann dieses Carpador Tackle? Das ist sehr komisch. Etwas anderes als Platscher, ja? Naja. Ach, das ist schon nervig, solche Kämpfe, ganz ehrlich. Aber das wird halt schon, ja, von Generation zu Generation immer wieder eingebaut. Das ist schon okay. Das gehört halt dazu. Kann man nicht viel machen. Muss halt so sein. Ich hoffe, es gibt dann wenigstens ordentlich Geld dafür. Wenigstens das als Trost, dass wir uns neue Bälle und all sowas kaufen können. Obwohl wir die Bälle nicht einsetzen, aber erstmal haben. Besser man hat, als man hätte. Ich glaube, wir müssten auch bald Hyperbälle kaufen können. Fünfter Orden ist, ja, fünfter, sechster Orden müsste eigentlich reichen. Dass wir dann vielleicht jetzt schon Hyperbälle kaufen könnten. Mal sehen. So, endlich. Ja, es beißt nichts an, aber was hat denn vorher die ganze Zeit angebissen? Also sei doch froh. So. Ach, Angeln an der... Okay. Das Schreien hilft mir zwar nicht, aber ich kann nicht anders. Das Schreien verscheucht auch deine Fischis, aber... Okay, Samuel. Wenn du meinst, das bringt dir was, Garados. Ja, okay. Starke Sache, aber jetzt nutzen wir natürlich nicht wieder den Voltwechsel. Ah, Bedroher, toll. Sondern wir nutzen natürlich den Funkensprung diesmal. Reicht auch, One-Hit-Kill sofort, top. Ja, Wasser und Flug ist halt gegen Elektro, ja. Das ist schon eine Wucht. Noch eins kann man nochmal machen. Selbe in grün. Mit Panferno hätten wir uns ja echte Zähne wieder ausgebissen, aber so ist natürlich alles entspannt. Ist schon gut, dass wir Luxtra, beziehungsweise damals halt Shinux gefangen haben. Damals, klingt so komisch, ja. Dabei ist das erst 3 oder 4 Monate her. Trotzdem, klingt irgendwie komisch, ja. Das passt schon alles so. Okay, dann haben wir hier unten noch das Item und dann... Ach, man hätte auch... Oh... Ein Glas Honig, toll. Man hätte auch von hier aus schon rüber surfen können. Ja gut, das ist egal. Jetzt surfen wir zurück. Und dann geht's nach Fleetburg natürlich dann erstmal wieder ins Pokémon Center. Dann geht's zum einmal... Nee, Schutz brauchen wir nicht mehr. Zum einmal gesund pflegen. Außer gibt's hier unten noch... Hätte ich eigentlich gucken müssen, aber... Nee, alles gut. Alles gut. Hier gibt's keine Items versteckt. Natürlich wieder mit allen quatschen. Oh, zum Beispiel mit dir, hallo. Wir haben uns ja eine ganze Weile nicht gesehen. Oh, sag bloß du, natürlich, das ist der Assistent, ja. Okay, den Pokédex. Muss einfach hier installiert werden, oder? Klick, 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 klick. Oh, Nanu, dein Pokédex ist ja schon kaputt. Schließlich verfügt er bereits über eine Funktion, mit der du dir... Ach so. Ja, stimmt, man kann... Der Vorfall in Jubelstadt bereitet dem Professor nämlich immer noch Sorgen. Letztendlich ist alles halb so wild, aber man weiß ja nie. So, nun muss ich aber los. Stimmt, man kann... Ja, es gibt zum Beispiel wie bei Bormi und sowas gibt es halt männliche und weibliche... Versionen. Mann, habe ich einen Durst. Ah, wie war denn das? Fleetburg, die Stadt, die sich im Wasser spiegelt. Wie war denn das? Bin mir gerade echt nicht mehr sicher, wo bekommen wir das Tafelwasser her? Eigentlich in Jubelstadt, oder? Stimmt, ja, das ist so eine kleine Sidequest, das könnte man mal machen. Ich weiß gar nicht, was es da geschenkt gibt. Irgendwas gibt es dafür. Ich weiß auch nicht mehr, ob das relevant war, aber ich glaube nicht. Dum. So, erstmal mit allen quatschen, wie immer. Was ist hier? Fliegender Sinnoh. Der Text ist verwittert und unlesbar. Ach
ja, ist das... Okay, nein, da sage ich jetzt mal nichts dazu. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Ich weiß gar nicht, ob das noch implementiert wird oder ob das schon irgendwie verfügbar ist. Mal sehen. Wer bin ich noch gleich? Ach ja. Attackenverlerner. Ist das mies. Wenn der Attackenverlerner nicht mehr weiß, wer er ist, weil er halt so viel verlernt hat. Ja. Ich war sicher nicht schwimmen. Okay, gut, das... Schön, dass wir jetzt auf einmal mit der... Ja, hätten wir nicht mit dem Attackenverlerner gesprochen, hätten wir diese Sticker nicht bekommen. Toll. Bin immer wieder fasziniert, was man alles so... Ja, was man alles so kriegt, wenn man nur mit den Leuten einfach quatscht. Die M48. Fähigkeitstausch. Kann die Fähigkeit des Anwenders mit dem der des Ziels... Oh. Mit der des Ziels getauscht werden. Das ist natürlich cool. Geht natürlich nur für den Kampf, aber ja, wieso nicht? Und so, gucken wir mal, was auf der anderen Seite von Fliegburg uns erwartet. Ah ja, was uns erwartet. Ach, Finger Ingo, moin. Na dann sollte aber jemand vorher prüfen, ob du dazu auch bereit bist. Und dieser jemand ist niemand anderes als ich. Mit meinem niegenagelneuen Orden. Ist natürlich schön, wenn der gerade von dem Arenaleiter kommt. Und nicht mal im Pokémon Center war und jetzt trotzdem voll geheilt ist. Oh, 5 Pokémon, das wird spannend. Das wird spannend. Ich denke mal, er müsste jetzt auch die Endentwicklung seines Wasserstotters haben. Ja, bestimmt. Also jetzt eigentlich schon. Das ist ja jetzt der 4. Kampf oder so, oder der 5. schon. 4., 5. Gar nicht so sicher. Doppelteam, das ist okay, das darfst du gerne machen. Ist natürlich, ja, ein bisschen riskant jetzt, wenn der Fluchtwert oder der Ausweichwert steigt. Aber wenn wir jetzt treffen, ja, dann ist gut. Dann ist nämlich Staravia besiegt. Ich dachte erst, wenn das jetzt eine Flugattacke einsetzt, ihr wisst ja, Gegentypkampf ist das sehr effektiv. Aber alles entspannt. So, Plipri, nein. Es ist immer noch nicht Empoleon, jetzt kam ich auf den Namen. Verrückt, oder? Was für ein Level ist das? 37? Das hätte sich doch schon entwickeln können. Warum nicht? Echt kurios. Dann setzt das Charme ein. Anstatt eine Wasserattacke einzusetzen, nein. Setzt das Charme ein. Ja. Oh, das war jetzt taktisch unklug. Ja, jetzt setzt nämlich seine Wasserattacke ein und... Okay, One-Hit. Tschüss. Das war nicht so toll. Oh je. Ich hatte es auch noch so ganz grob in Erinnerung, dass hier irgendwas auf der Brücke passierte. Deswegen wollte ich erstmal die rechte Seite von der Stadt alle anquatschen. Ich war mir halt nicht mehr sicher. Entweder hat das halt Rivalenkampf oder... Irgendwas anderes. Aber ja, es war tatsächlich der Rivalenkampf. Rosilia, ja. Jetzt haben wir natürlich kein Panferno mehr. Toll. Toll, toll, toll. Dann nutzen wir wenigstens Biss. Wird nicht reichen für einen One-Hit, aber fast. Ja, Wachstum, okay, da passiert gar nichts. Das steigert, glaube ich, den Angriff nur, genau. Und ja, Spezialangriff auch noch, aber wozu steigern, wenn es eh nicht nochmal zu einem Angriff kommt? So, Level 40, sehr schön. Grimasse, nee, Grimasse brauchen wir nicht. Skaraborn, das wäre natürlich auch sehr schön gewesen mit Panferno, aber nein. Ich weiß gar nicht, ist das Typ Flug? Eigentlich nicht, oder? Es ist doch eigentlich nur Typ Käfer. Aber kann uns ja relativ egal sein, weil es ist paralysiert, also... Ja, haben wir vielleicht Glück, dass es jetzt... Ja gut, es reicht so oder so mit Biss, oder? Ja, es ist... Ach nee, stopp! Unlicht ist eigentlich gar nicht effektiv gegen Käfer. Das ist gut, dass wir vorher den Funkensprung durchgeführt haben. Wir haben uns schon aus schwierigeren Situationen befreit. Und dann Ponita, okay, ja. Ganz normal Funkensprung. Das kannst du erst angreifen, okay. Ist die Initiative so schlecht von Luxtra? Ja, es sind ja bloß
ist noch nicht zu Ende. Weder ich noch meine Pokémon haben aufgegeben. Das sind ja gute Simplus 6 Level. Du setzt bestimmt... Nein, er setzt gar keinen Hypertrank ein. Aber Agilität, das bringt dir nichts mehr. Das bringt dir jetzt nichts mehr. Denn das war's. Stark, jetzt gibt's schön, viel Geld. Stimmt, so 8000 oder so. Was? Du willst mir weismachen, dass ich verloren habe? Ja, ja, 7992, also gut geraten. Meinetwegen, dann bist du eben ein kleines bisschen besser als ich, wie üblich halt. Na und, aber hör mal. Dreimal darfst du raten, wer die Pokémon-Liga meistern und sich selbst zum Champ krönen wird. Genau, ich. Ach nee, du. Nee, wer nun? Aber egal. Du scheinst dem Arenaleiter jedenfalls durchaus gewachsen zu sein. Also, wieso bist du überhaupt noch hier? Los, bring es endlich hinter dich. Fein, da rennt er nach links. Sehr komisch. Ja, die Folge ist schon fast wieder vorbei. Ich würde mich trotzdem noch heilen und in alle Häuser noch reinschauen, außer die Arena natürlich. Bin mir gar nicht so recht sicher, was für ein Typ der Arenaleiter ist. Ist das Wasser? Ich hoffe nicht. Das wäre natürlich zwar mit Luxtra alles gut machbar, ja. Ja gut, okay, ja, notfalls geht's. Was ist das? Die, ja, das ist die Bibliothek, da schauen wir später rein. Dann schauen wir mal noch hier rein. Da ist auch noch jemand draußen. Hier ist niemand, okay. Ich überlege gerade, ob das noch später relevant wird. Könnte sein. Ach stimmt, es gibt ja noch die... Ja, natürlich. Wir können zur Eiseninsel noch fahren. Hm. Wir können echt zur Eiseninsel. Und hier ist der, hier ist das Haus von dem Seemann. Ja. Echt spannend. Echt spannend, echt spannend. Ja, wir könnten noch zur Eiseninsel, jetzt nicht in dieser Folge, aber ich hoffe, ich denke daran, das in der nächsten Folge nach dem Arenaleiter zu machen. Aber ich würde schon gerne noch ein bisschen in die Bibliothek gehen. Ich habe da tatsächlich... Gut, also ich denke mal, ich möchte hier nicht jedes Regal anquatschen, wobei das scheinbar eh alles dasselbe ist. Ich dachte, man könnte da ein bisschen was lesen, schade. Moin. Okay, in der zweiten Etage. Mal sehen, was uns hier erwartet. Hallo? Hast du irgendwas Wichtiges zu sagen? Auch nicht wirklich. Ja, wir können jetzt hier alle Bücher lesen, aber ja... Die Mythologie der Sinnoh-Region. Eigentlich klingt es ja doch spannend. Okay, spannend. Mythen aus Sinnoh, cool. Sonst wird's... Okay. Wieso haben die Fragezeichen da reingemacht? Hm. Ja gut. Ja, könnte man alles machen, aber ich denke mal, ihr wollt auch ein bisschen Ergebnisse sehen. Vielleicht, weiß ich nicht. Ja, dann in der nächsten Folge, Moment, sind wir jetzt geheilt? Ja, ja, natürlich haben wir gemacht. In der nächsten Folge geht's dann erst zur Arena. Der Mann mit Muskeln aus Stahl, dann ist er vielleicht Typ Kampf oder sogar Stahl. Das wäre natürlich perfekt. Ja, dann geht's in der nächsten Folge, wie schon gesagt, in die Arena und dann vielleicht noch auf die Eiseninsel kurz. Mal sehen. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwas Cooles gab. Ja, lassen wir uns überraschen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video, wenn ihr wollt. Bis dann.